Das Schöne hier einfach an der Isar ist, man ist 5 Minuten also aus dem Stadtkern heraus und man meint, man ist in einer anderen Welt. Es ist eigentlich sehr schön hier. Heute ist ausnahmsweise ja, kaum ein Mensch da. Ich glaube, gefällt ihm sehr gut. Dass hier eigentlich fast keine Spur von Zivilisation ist. Nur Bäume, Gras, Wasser, nichts mehr. Kommt halt immer wieder vor, dass der Fisch auch wieder befreit vom Haken. Weil wir ja ohne Widerhaken auch fischen. Und ich fische mit der Fliege, ja. Also ich bin Fliegenfischer. Das heißt, das ist keine klassische Fliege, sondern das ist eine Nassfliege, die praktisch ein Fischchen imitiert. Und wir dürfen hier an der Isar praktisch nur mit Kunstködern fischen, also nicht mit Wurm oder Käse oder Brot. Dank ihm sehe ich recht viel jetzt von der Isar und bin jetzt seit 4 Wochen hier unterwegs mit dem Radl und auch zu Fuß und laufen und es ist wirklich wunderschön hier. Bei schönem Wetter, aber auch wenn es schlechtes Wetter ist, also die Natur ist super hier. Gerade im Herbst, wenn das Laub hinten drin liegt, dann ist das noch mal schöner. Das ist für mich die schönste Jahreszeit, wenn die Nebel sich lichten und einfach das wird dann so die ganzen orangenbraunen Töne und das Laub und der Geruch, da muss man her sein. Im Herbst, das ist dann wirklich die allerschönste Zeit. Wenn ich genügend Zeit vor der Arbeit habe, kommen wir gerne mit dem Hund, weil hier viel Platz ist, immer wieder gute Hunde zu treffen sind und ich glaube, wir haben einfach Glück, dass hier fast im Zentrum der Stadt so ein Fluss ist. Und durch die Renaturisierung natürlich hat sich der Freizeitwert nochmal erholt und die Seele kann man baumeln lassen und das Wasser rauscht und was gibt Schöneres. Man braucht nicht in die Berge reinfahren, man hat es einfach hier vor Ort und das ist natürlich Lebensqualität.